weniger als 2.500 Konzerte, brachten 17 LPs auf den Markt, verkauften 14 Millionen Scheiben. Und nur einer aus der Truppe räumte seinen Platz bei den Pudis. Die Rocker-Rentner haben gestern Abend im Magdeburger AMRO Kultur- und Kongresszentrum ihre Jubiläumstour eröffnet. Jens Keller war dabei. Maschine, Quaster, Harry, Klaus und Peter haben in den 25 Jahren ihres Rockerlebens nicht weniger als 150 eigene Titel auf die Bühne und auf den Plattenmarkt gebracht. Da fällt es schwer, einen Song hervorzuheben. Es gab immer Höhen und Tiefen, das ist auch ganz normal. Aber man muss vielleicht sagen, der Titel, der diese Höhen und Tiefen mitgemacht hat, überstanden hat und am meisten mitgesungen hat, war Alt wie ein Baum. Insofern würde ich mich für den entscheiden. Ihre neue CD, die am 26. April in die Läden kommt, heißt nicht von ungefähr, die Zeiten ändern sich. Deutschland, Deutschland. Deutschland, Deutschland. Deutschland, Deutschland. Im Grunde haben wir eigentlich immer Musik gemacht, weil sie Spaß macht. Das war eigentlich immer unser Anliegen, dass halt politische Themen dabei eine Rolle gespielt haben. Das ließ sich nicht vermeiden. Das war zu bestimmten Themen war einfach wichtig, dazu was zu sagen. Das ist heute genauso wichtig. Aber im Großen und Ganzen ist heute eine andere Zeit. Und zu dieser Zeit muss man die passenden Worte finden. Und wir hoffen, dass es uns irgendwie gelingt. Wer das Auftaktkonzert für ihre Deutschlandtournee in Magdeburg nicht erleben konnte, dem sei gesagt, heute Abend sind sie on stage. Nicht live, sondern aufgezeichnet in der Frank Zander Show Alles wird gut. Wer Lust und Zeit hat, Peter Mayer sagt ihnen wann und wo es losgeht. 20.15 Uhr, MDR. Einer dieser reiferen starteten die Pudis, ehemals eine der Vorzeigegruppen des Ostens, ihre Jubiläumstournee. Alt wie ein Baum sind die Pudis zwar noch nicht, aber mit Unterbrechungen stehen sie immerhin schon seit 25 Jahren auf der Bühne. Die leicht ergrauten Fans von damals und auch der Fan-Nachwuchs wissen die Show der Rockoper immer noch zu schätzen. Das Kulturhaus in Magdeburg war restlos ausverkauft. Und schon im Vorwege gab es reichlich Aufregung um die Pudis. Bereits morgens standen die Fans Schlange, um eines der begehrten Autogramme zu ergattern. Beim Kaffeeklatsch hatten dann die Hartgesottenen Gelegenheit, mit ihren Idolen an einem Tisch zu sitzen. Kostenpunkt des Plausches 20 Mark. Und wer dann immer noch Geld in der Tasche und Begeisterung für die Pudis hatte, der konnte bei einer Versteigerung waschechte Souvenirs ergattern. Die Schlagstöcke des Drummers kamen immerhin für 60 Mark unter den Hammer. Fragt sich nur, womit die Pudis nun auf ihrer Tournee, die sie durch Deutschland und die angrenzenden Länder führen wird, das Schlagzeug bearbeiten werden.